Sieht nicht so aus. Nö. Okay, wir sollten hier alles durchsuchen. Oh mein Gott, ist das viel. Lecco mio. Wie gesagt, ich hasse das laute Schießen immer noch. Ah, hier habe ich wieder was gefunden. Keine Ahnung, wofür der Mist ist. Irgendwelche Freischaltung auf jeden Fall. So, und ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier bin ich rumgegangen, genau, hier bin ich gekommen. Und hier ging es dann auch zu dem Helikopter einmal rum. Alles klar. Hopp! Bin ich jetzt einmal im Kreis gegangen. Wow. Was ist denn mit der los? Okay. Ein bisschen geduckt. Ein bisschen geknickt. Sie ist etwas geknickt, sagen wir mal so. Wow. Warum ist denn der Arsch hier nochmal? Ach, guck mal. So, dann könnten wir... Oh. Hier nochmal rangehen. Sturmgewehr. Waffe modifizieren. Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Sturmgewehr gemeistert. Oh yeah. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier. Schnellreise brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal das hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Kämpfer-Upgrade. Gemeistert, gemeistert. Was ist das denn? Versetzen Sie Feinde mit Ihren... Kletteraxt, einen tödlichen Hieb, ist langweilig. Ausweichen Konter, weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Oh ja. Um Feinde zu betäuben, indem Sie ihnen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen Sie mit B aus und drücken Sie Y, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Okay. Krasse Scheiße. Auch ganz cool. Oh, da kosten einige sogar jetzt 2. Das andere erfordert Rang 3. Das war das Schnellreisesystem. Jetzt gehen wir hier mal drauf. So, und jetzt können wir unsere Waffe upgraden. Oh, Leggo Mio. Ach, die ist jetzt schon upgegradet. Oh, sieht das geil aus. Gemeistert, gemeistert. Was ist das? Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Das haben wir auch. Ein Laufmantel, der die Bedingung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Ja, das muss rein. Laufmantel. Und dann würde ich sagen, das noch vielleicht, oder? Wollen wir nicht... Oder sonst noch mal lieber woanders gucken. Schrotflinte haben wir noch gar nicht. Aber eigentlich benutzen wir die auch nicht. Nur kurz auf Nahkampf vielleicht. Hier haben wir alles gemeistert. Warte, dann gucke ich nochmal, wo denn Schaden ist. Erhöht Treffgrade zwischen den Schüssen, erhöht die Schussfrequenz. Brauchen wir nicht. Eine gepolsterte Blase, die den Waffen beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verringert. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchen Größe Reichweite erzielt. Der die Dinge erleichtert, Schaden. Ah, dadurch den Schaden. Dadurch wird der Schaden erhöht. Okay. Kommt rein. Laufmantel. Dann haben wir ein bisschen mehr Schaden. Bei der Waffe ist nur noch das Upgrade. Das heißt, da haben wir so gut wie alles. Der Rest ist gemeistert irgendwie. Wir können doch mal gucken, kriegen wir doch bei der Schrotflinte noch irgendwas hin? Nee, kostet alles 300. Und bei der, den letzten, kriegen wir auch nicht hin. Kostet 350. Gut. Behalten wir halt den Rest. Auch egal. Auf jeden Fall ist es jetzt ein fettes Sturmgewehr geworden. Geil. Coole Sache.
Lasst uns mal weiter gucken, Freunde. Dafür müssen wir nicht unbedingt einen Pfeil verschwenden. Das können wir auch so wegkriegen. Oh, Schrotflintenteile gefunden. Wieder noch eins. Das brauchen wir nicht. Hier ist sonst gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen... Oh, da ist noch was. Alter, ich habe hier noch ganz schön viel übersehen, Freunde. Ganz schön krass. Wir sind hier die ganze Zeit nur mit beschäftigt, mit Sachen zu suchen. Auch Hammer. Bäh. Widerlich. Genau, hier können wir jetzt hoch, weil sie jetzt krabbeln kann. Na, willst du nicht aufheben? Nein, na komm. Geht doch. Ah, da ist auch noch was. Ein Teil gefunden, eins von drei Teilen gefunden, Gewehr wieder. Das heißt, bei dem Gewehr kriegen wir auch schon wieder bald neue Upgrades. Alles klar. So, hier vorne haben wir ja die getötet. Springen wir mal hier rüber. Da ist auch wieder Erfahrung gewesen. So, wir müssen da vorne hin, oder? So, wie bei Assassin's Creed hüpfen wir hier von... Oh! Oh, wow! Bam! Oh, wow. So, jetzt laden wir erstmal nach. Sterb, du Arsch. Boah, geh kaputt, Alter. Ja, ja, ich bezahle für alles. Wie oft habt ihr das schon gesagt, dass ich für alles bezahle? Boah, gib mir mal deine ganzen Sachen her. Wie viele da auf einmal kamen? Eben war das Dorf noch leer, alles war ruhig. Und dann müssen diese Störenfriede wiederkommen und alles kaputt machen. Ah, guck mal, hier ist noch was. Müssen wir vorsichtig sein hier. So. Dürfen uns jetzt hier... Ja. Mein Gott, was treibt sie bloß dazu? Irgendwas treibt sie dazu, meine Freunde. Nur was das ist... Den wir, glaube ich, noch früh genug rausfinden. So, wir müssen ja da längs. Ah, guck mal, hier ist noch was. 3 von 15. Was ist denn hier schon wieder, Alter? Überall Handabdrücke. Heilige Scheiße, da geht's weit runter.
sollte echt aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hingehe, ob ich jetzt zum Ziel gehe. Das glaube ich nämlich nicht. Aber wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Gegenständen und neuen Sachen. Weil da oben ist eigentlich unser Ziel. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir hier richtig sind. Wo zur Hölle sind wir hier? Quelle der Tränen? Okay, wir brauchen das für irgendwas. Hopp. Irgendwas soll das bewirken. Ah, da ist noch so eine Kiste. Hops. Ah, jetzt geht's runter. Das Witzige ist, jetzt muss man erstmal gucken. Okay, hier ist das und das. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Ja, das ist mir klar. Wir gehen mal hier ran erstmal. Wir haben nämlich wieder was Neues freigeschaltet. Der Bogen ist auch erst, habt ihr mal gesehen, zu 50% erst fertig. Und jetzt haben wir das Upgrade noch geholt. Rücklaufbremse. Da haben wir das auch erst zu 55% fertig. Da fehlt also noch jede Menge, Freunde. Okay, ich bin dafür zu schwer. Gecheckt. Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Irgendwas stimmt da nicht. Ah, hier ist die Kiste. Das ist die große Kiste. Da gehen wir jetzt mal ran. Ha, wie sie zittert da. Was hat die Alte gefunden? Grab durchsucht. Quelle der Tränen gemeistert. Yes. Hopp. Boah, da haben wir ein Versteck gefunden, Freunde. Da sind wir einfach mal einen anderen Weg gegangen, den wir eigentlich sollten. Und zack, was haben wir gefunden? Eine neue Ecke. Halbautomatische Pistole. Oder Modifikation am Abzug erhöht die Schussfrequenz. Wir machen mal das mit rein erstmal. Salvenmodus und als nächstes machen wir dann einfach das rein. Kostet ja nichts. So, der Salvenmodus wird wie aktiviert? Keine Ahnung. Das werden wir wohl nie rausfinden.